Willkommen bei einem neuen Gameplay. Daymare 1998. Boah, was zum Teufel? Okay, ich muss jetzt erstmal Audio umstellen. Das war ja der Hammer. Schwierigkeitsmodus. Anfängermodus, Daymare-Modus. Du nennst dich also einen wahren Überlebenskünstler. Wenn du so ist, dann stelle dich auf dem Hardcore-Schwierigkeitsgrad, der von den Entwicklern von Daymare empfohlen wird. Deinen Ängsten, sei bereit, die brutale Welt des Survival-Horrors zu betreten. Viel Glück. Gibt es hier keinen schwer? Es gibt nur Anfänger oder absoluter Hardcore oder was? Zusätzliche Ressourcen und schwächere Feinde. Ich hätte jetzt bisschen verwirrt, weil ich bin ein bisschen gebrandmarkt von, ihr wisst schon, ich bin gebrandmarkt von Resident Evil 2. Daymare-Modus? Ach komm, wir spielen Daymare-Modus, oder? Passt noch die Helligkeit an? Ja, ich sehe nicht so viel. Seht wahrscheinlich noch weniger. Fünf ist schon ganz gut, glaube ich. Munitionsanzeige machen wir auch mal. Ja. Mehrere Stunden sind vergangen, seit die Kommunikation mit dem Aegis-Labor zusammengebrochen ist. Jetzt wurden zwei hochqualifizierte Teams aus Agenten von Hades, Exacore Advanced Division for Extraction and Search, entsandt, um der Sache nachzugehen. Ihre Mission, sie müssen die vermissten Forscher finden, die scheinbar spurlos verschwunden sind, und sensibles Material für eine Geheimabteilung der US-Regierung bergen. Spezialagent Leaf hat den Auftrag, sich Zugang zu den unteren Ebenen des Labors zu verschaffen, und als er zum zweiten Dienstboteneingang gelangt, erkennt er, dass das Sicherheitssystem die gesamte Anlage unter Quarantäne gestellt und dabei automatisch jeden eingesperrt hat. Dies soll als Warnung für zukünftige Eindringlinge dienen, dass ein Experiment auf schreckliche Art und Weise fehlgeschlagen ist. Oh ja. All that matters on the chessboard are good moves and the actions you take to achieve this result. What I do is bide in the shadows, where I can strategically exploit the most vulnerable pawns. But this time had to be different. This time, I had to involve my hand directly. But let's get things in the right order. So I began the first phase of my plan. Requesting the evacuation of all remaining personnel. Code Blue, repeat, this is a Code Blue emergency. Please respond! Anyone, please! My name is Rebecca Jordan. I'm a doctor at the Aegis Medical Facility on the North Ball Islands. We have a problem of submagnitude here. There's a situation in the building that requires... There's been a terrible mishap. I think we've been exposed to some kind of gas, a corrosive agent that latches onto the lungs, warping people outside. Can anyone hear me? Which serves as the main access point and edge your way to the laboratory.
Lady Red, you do understand that this assignment could be our last. Well, you know, if I were a betting man, I think I'd bet that the odds of, making it home in one piece are, a lot better with you on the battlefield. But that's if, you know, Gomer Pyle doesn't put us down first. Just shut the fuck up, Leaf. Goddamn motor mouth. Don't let him get to you, kid. That shepherd squawks at anyone with a bigger stick. Which is pretty much everyone. Never should have pulled his ass out that fire back in Bloom in 94. Thanks, Hayden. Understood, Major. Get it. I mean, I don't know. Maybe I should just let the past go. Romero Fort Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. You should be within visual range of Aegis at any moment. Over. HQ, this is Sandman Action. Descent for November Foxtrot India. Standing by for mission go. Sandman Actual, this is HQ. You are mission go. Authentication Echo Golf 394 at time 0227 Zulu. Out. We're mission go. This is the second platform. And the end of the line for you, lead. Green will infiltrate the laboratory via the third platform. After that, Raven and I will hold position at the external loading bay. And we'll need alert 5 to pick you rubber suckers up upon completion. At which point, we'll regroup on platform 2. Keep your comms clear as a precautionary measure. Over. Also die Stimmung am Team ist schon mal sehr gut, muss ich sagen. Nicht. Die belöffeln sich halt wirklich recht hart, muss ich sagen. So. Mal gucken, wie. Also, die Filmsequenzen waren schon ziemlich laut. Gucken wir mal, wie es im Spiel wird. Gegenstände. In diesem Tab findest du alle Verbrauchsgegenstände und andere wichtige Gegenstände, die der Charakter im Laufe des Spiels findet. Im oberen Abschnitt befinden sich darin außerdem die Waffen des Charakters. In diesem Tab findest du alle Informationen über den Gesundheitsstatus des Charakters und etwaige Veränderungen. Man kann also auch noch mutieren oder was? In diesem Tab findest du die Gebietskarte und die Informationen über die aktuellen Ziele. Irgendjemand, was sich da ändert? Achso, da, okay. Und Dokumente. In diesem Tab findest du alle Dokumente, ID-Text und Audiodateien, die der Charakter im Laufe des Spiels findet. Okay. Also, wir haben eine Vollautomatik und eine Pistole. Kann ich das switchen zwischen den Stats und den Maps? Gar nicht. Feel My Pain. Yo, what the fuck, wie ist das Game? Ist es wie Resident Evil? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Feel My Pain, ich hab gerade erst angemacht und werde jetzt mal eine Stunde reinschnuppern. Ich muss erst mal kurz gucken. Ich kann hier im Inventar halt wechseln. Leermagazin. Achso, Magazin leeren wahrscheinlich. Aber ich komme halt nicht rüber zum Speichern oder so. Achso, 1, 2, 3, 4. Ah. Maps. No Datas. Okay. Ich denke mal nicht, dass es zwingend so wie Dingens sein wird, wie. Ich war doch gerade im Inventar. Was willst du von mir?
wird bestimmt nicht so sein wie Resident Evil 2. Das ist schon ziemlich krass. Oh, einen Moment, Alter. Ton geht ja gar nicht klar. Ich muss wirklich den Platz nehmen, ich habe die Ohren hier. Und mir auch. Besser, oder? Es ist immer noch rot. What the fuck? Stimmt, Filmsequenzen. Sieht ja schon mal sehr einladend aus hier. Ich hatte ehrlich gesagt das Spiel bis heute gar nicht auf dem Schirm, ne? Muss ich mal zugeben. Durch Zufall heute gesehen, dass das Spiel okay, man kann also direkt auch weglaufen. Sandman to Agent Leaf. Judging from the fragments of video we pulled from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been attached to the main hoisting unit. I'll say I'll stand by at the main doors to the freight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Proceeding with the mission. Over. Ich spiele auf den höchsten Grafikeinstellungen bei Survey. Ich kann euch aber nicht sagen, wie viele Frames ich habe, weil es mir Nvidia nicht anzeigt. Also hier liegen auch ein paar Verkohlte rum. Keinen Schimmer, was hier passiert ist. It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right, Agent Liev. How's the leg? Oh, it hurts like hell. But I'll be all right. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Anyway, I'll be waiting here. I just need to rest my eyes a little. Ja, genau, so fängt's an. Eliminiere den okay. Um nachzuladen, musst du zuerst das Magazin im Schnellplatz-Untermenü auswählen. Wow, okay. Drücke einmal auf die Schaltfläche Nachladen, um schnell nachzuladen. Der Charakter ersetzt das aktuell ausgerüstete Magazin durch ein neues und wirft das alte auf den Boden. Das feingelassene Magazin kann jederzeit wieder aufgehoben werden. Okay, ich dachte, die Munition wäre danach weg. Erhalten, halte die Schaltfläche Nachladen gedrückt, um langsam nachzuladen. Der Charakter ersetzt das aktuell ausgerüstete Magazin durch ein neues und legt das alte zurück ins Inventar. Über den Gegenständetab DAG kannst du Munitionskisten und Magazine kombinieren, um die Magazine zu befüllen. Okay, okay. Bomb. Okay, cool. Es hat so ein bisschen was von anderen Spielen, die ich schon gespielt habe. Schade halt, dass wir den erschießen mussten. Weil er verletzt war, oder was?
vorher mutiert. Ich weiß ja nicht, wie es in dem Spiel hier ist. In anderen Games ist es dann halt, da mutiert man dann durch Bisse und so. Oder nennen wir es mal sogenannte Tröpfcheninfektion. Alter, da erschreckt man sich ja zu Tode, wenn der hier sprintet. Es gibt vor allen Dingen Sprinten und es gibt Sprinten. Wow. Da hatte jemand Pech gehabt. Ah, guck mal an. Ja, man muss halt immer überall hingucken, ne? Muss auch richtig weit heranlaufen, um was aufzuheben. So, haben wir jetzt nochmal 9mm Munition? Ne, was ist das? 9mm Hohlspitzgeschoss. Macht wahrscheinlich, ja, das ist ein Plus dran, da wird wahrscheinlich um einiges mehr Schaden machen. Heben wir uns erstmal auf, ich weiß nicht, wie die Gegner hier drauf sind. Muss zuerst das Dach öffnen. Achso, okay. Hier sind noch so eine Schaltflächen. Kommt man da ran oder ist das gesperrt? Gesperrt. Lief to Mission Control, Sandman. I made contact with an Aegis worker. I followed the protocol. I'm now heading to the control room to begin loading procedures. Over. Copy that. This all brings back memories from 94. Especially that day, when you opened fire on all those poor, innocent people. Or what was left of them. Don't you remember? Orders are orders, Major. And those innocent people weren't exactly civilians. When you finally get your ass out of that chopper and onto the battlefield, we'll talk about it. Proceeding to objective. Over. Ich muss nochmal betonen, dass die Stimmung im Team sehr, sehr gut ist. Die Leute machen sich gegenseitig Vorwürfe, können sich eigentlich nicht leiden. Aber ich habe auch schon gelesen, dass so jeder sein kleines Päckchen zu tragen hat. Bin mal gespannt, ob wir jeden Charakter spielen können. Someone must have had a lot of fun down here. Irgendwas sagt mir, dass dieser jemand nicht mehr menschlich war. Aus dem Japanischen übersetzt, 8. August 45. Ehre. Oh Mann. Ein Fremdwort für die alliierten Streitkräfte. Die Atombomben der USA hat tausende unschuldige Seelen in Sekunden getötet. Und keine Soldaten, keine Männer, die aus freien Stücken in den Kampf gezogen waren und ihr Leben dem Dienst für unsere große Nation geopfert haben, sondern friedliche Zivilisten, die in den Städten lebten, von denen heute nichts mehr übrig ist. Frauen und Kinder, unsere Familien sind tot, ausgelöscht von der Begierde nach Überlegenheit. Der Begierde, die gesammelt, der gesamten Welt die Stärke ihrer Wissenschaft zu demonstrieren. Der Atombombe. Aber nun ist die Zeit gekommen, ihnen zu zeigen, wozu unsere eigene Wissenschaft fähig ist. Es hat zehn Jahre gedauert, um schreckliche Waffen zu entwickeln, doch die schlimmsten von allen sind uns durch Zufall in die Hände gefallen. Wir hatten beschlossen, unser Monster, unsere schlimmsten Entdeckungen, geheim zu halten, denn sie schien selbst für Einheit 74 zu inhuman, obwohl wir den dort beschäftigten Männern die Entfesselung der dunkelsten Gründe ihrer Seelen gewährten. Eine Waffe, die selbst für den Krieg zu unmenschlich schien, aber nicht zu unmenschlich für jene, die durch einen Knopfdruck alle Anzeichen von Ehre entsagten. Die Männer dieser Crew, die Väter und Söhne, die nun ihren Geliebten beraubt wurden, nannten es Shuijin, die Verdammung. Die Welt in Literatur und Chronik wird sich der Verantwortlichen für die Atombombe als bösartig und respektlos erinnern. Ein Massenmord, der ihr Bewusstsein auf ewig trüben wird. Aber das reicht uns nicht, nicht uns, nicht an die Familien, die sie in nur einer Sekunde ausgelöscht haben. Durchhaltevermögen ist besser als Niederlage. Der neue Kaiser hat befohlen, Shuijin auf den Feind loszulassen. Ein göttlicher, geräuschloser Wind und doch extrem tödlich. Unsere Verdammung wird sie ins Herz treffen und sie auf denselben Pfad des Leidens geleiten, den auch wir beschreiten müssen. Wir sind vor einigen Stunden aus Tokio aufgebrochen und rechnen mit einer langsamen Reise in Richtung der amerikanischen Küste,
wo wir die Seuche entfesseln werden. Danach wird sie ein Schicksal ereilen, das sie nur aus ihrer Science-Fiction-Roman kennen. In diesem Moment läuft eine zweite I-400 einer glorreichen kaiserlichen japanischen Marine aus dem Hafen von Osaka aus. Sie wird die zweite und letzte Reserve der Seuche an einen streng geheimen Ort in Deutschland bringen. Was? Warum? Einheit 74 existiert nicht mehr. Sie wurde von einer 20-Kilotonnen-Bombe vom Erdboden gefegt, doch ihre Schöpfung ist lebendiger denn je. Und mit ihrer Hilfe könnte sich das Gleichgewicht der Weltmächte doch noch zu unseren Gunsten verändern. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. Der Rest wird das Schicksal für uns erledigen. Admiral Shinjin M. Ja. Ich habe da jede Menge Hass mit Schwellen sehen. Oder mitgelesen. Ich möchte mal wissen, was mit denen passiert ist. Werden doch nicht einfach verbrannt sein, oder?